Hallo lieber Fisch und willkommen zu deiner Tarot-Kartenlegung für die zweite Monatshälfte im August, den Zeitraum vom 16. bis 31.8. Ich bin Daniela und wir schauen direkt in die Karten für die Fische und ich habe hier Birds of a Feather und da geht es darum, dass die Vögel an sich die Verbindung, die sie untereinander haben, wie soll man sagen, im Schwarm, im Rudel, in der Familie eben sehr harmonisch ist, ja. Ich sehe vor meinem inneren Auge wie so einen großen Schwarm von Vögeln, ähnlich wie das auch bei Fischen ist, ja. Und wenn man die so am Himmel fliegen sieht, dann gibt das ja auch so schöne Formen, ja. Man merkt, dass in der Art und Weise, wie sie miteinander fliegen, dass da so heilige Geometrien im Hintergrund liegen. Und um solche Verbindungen und Energien geht es für dich in der zweiten Monatshälfte, ja, in Bezug auf die Menschen in deinem Leben. Das kann die Familie sein, das kann die Wahlfamilie sein, das können Freunde sein, das können Kollegen sein, aber es geht um diese harmonischen Verbindungen unter Menschen. Ja, das kann zum Beispiel auch in der Nachbarschaft sein und dass du vielleicht mal ein bisschen schaust, welche Muster da dahinter liegen? Welche Muster liegen hinter deinen Beziehungen, hinter deinen Verbindungen, hinter deinen Freundschaften? Welche Muster prägen dein Umfeld, ja, deine Nachbarschaft, dein Arbeitsumfeld? Und um diese Dinge geht es für dich in der zweiten Monatshälfte, weil du da offensichtlich irgendetwas zu entdecken hast. Und ich habe hier noch Deval, cool, die göttliche Mission. Und da geht es ja darum, dass du Entscheidungen aus deinem Herzen heraus triffst und dass alle Dinge, die du tust und all, wie du die Dinge betrachtest, dass das einfach aus einem sehr lichtvollen, aus einer sehr lichtvollen Perspektive herauskommt, ja. Eben gerade auch, wenn du diese Verbindungen betrachtest in deinem Leben. Und wir schauen in die Tarotkarten. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste zeigt nochmal die Aufgabe oder Herausforderung, um die es geht. Die zweite den Rat der geistigen Welt und die dritte ein mögliches Ergebnis, das immer mit dem Denken, Fühlen und Handeln zusammenhängt. Und wir haben hier den Gehängten, die Prinzessin der Scheiben, und den Prinzen der Schwerter. Der Gehängte, der steht für eine Zeit des Rückzugs. Es kann also sein, dass du dich in deinem Leben von einem oder mehreren Menschen, vielleicht auch von einer Gruppe temporär zurückgezogen hast, um eben zu schauen, wie es damit weitergeht. Ja, der Gehängte, der zeigt immer an, dass wir einen Schritt zurückgehen, um zu meditieren, um die Dinge mit anderen Augen zu betrachten, um uns zu regenerieren, um Kraft zu schöpfen und solche Sachen. Und wir schauen mal tiefer hinein, hier in diese erste Position. Wir haben hier die Königin des Feuers. Die Königin des Feuers ist immer eine sehr kreative Person, auch eine sehr lichtvolle Person, die die Gabe hat, die Dinge kreativ und von hoher Warte heraus zu betrachten. Ja, also es geht hier auch um den kreativen Umgang mit Situationen. Und es mag sein, dass in dir etwas Neues entsteht und du vielleicht auch intuitiv so das Bedürfnis verspürst, dich aus alten Situationen zu lösen. Und das kann allein auf der geistigen Ebene stattfinden, aber natürlich auch in der materiellen Welt sein Äquivalent finden, zumal wir hier noch die 10 des Feuers dazu haben. Ja, es scheint mir so, als ob sich irgendwie etwas Neues in dir erden will. Und immer wenn wir die Prinzessin der Scheiben, die ist immer schwanger. Und eine Schwangerschaft ist ja etwas, wenn man merkt, dass man schwanger ist, dann posaunt man das nicht direkt raus. Das behält man erstmal eine Weile für sich, bis es so weit in trockenen Tüchern ist und man sagt, es sind so diese ersten 3 Monate überstanden. Und dann fängt man langsam an, es nach außen zu geben, weil man es natürlich auch irgendwann sieht. Ja?
Und ähnlich ist es einfach mit kreativen Ideen. Ich sehe, dass hier irgendetwas in dir wächst. Ja, eine neue Idee, eine neue Identität, ein neuer Umgang mit gewissen Situationen. Das ist etwas, das soll sich hier einfach auch erden. Aber das ist etwas, das muss erstmal in dir wachsen. Das ist etwas, das muss sich in dir entwickeln, ohne dass eben gleich auch wieder so dieser Druck von außen kommt. Also ich bekomme hier auch in Bezug auf diese erste Karte so diesen Satz Peer Pressure, Gruppenzwang, ja, dass man quasi immer so in diesem gleichen Ding mitschwingen muss, ohne auch mal dort auszubrechen. Und was auch immer es ist, was eben in dir arbeitet, ist für dich und für deinen Selbstausdruck ganz wichtig. Ja, deswegen sagt Valkul hier auch, trifft die Entscheidungen aus deinem Herzen. Und dann macht es gar keinen Unterschied, ob du Menschen mitnimmst oder dich vielleicht auch möglicherweise wirklich von ihnen abkapselst, einfach weil das Ganze notwendig ist, ja, gewissermaßen. Und schau gerade mal, was hier noch mit reinkommt. Der König der Erde zieht natürlich auch immer, also der manifestiert materiellen Reichtum und Wohlstand und alles, was dazugehört. Ja, der ist ein sehr verlässlicher Charakter, der eben auch aus dieser geerdeten Kraft, die er verkörpert, vorangeht. Ja, das ist jemand, der ist verwurzelt in dem, was er tut. Und wenn du verwurzelt bist in dem, was du tust, dann können dich andere Menschen auch nicht mehr so leicht rausbringen. Und das ist eben das, worum es geht hier in dieser neuen Entwicklung, dass du so stark wirst in dem, was du tust oder machen willst, dass eben keinerlei Kritik von außen dich mehr angreifen kann. Und das ist das, was eben auch hier liegt, ja, dass du eben womöglich auch Dinge Menschen zurücklässt, wo du eben einfach merkst, das hat irgendwo einfach keinen Sinn mehr und dich auf das konzentrierst, was für dich eben wichtig ist, was für dich ja essentiell ist, unabdinglich ist, was für dich deinen weiteren Lebensweg ausmacht und vor allem, was eben auch zu dieser Herzensentscheidung ist. Und in der 10 des Feuers, da geht es auch darum, dass du eben den Weg frei machst für Neuanfänge, ja, quasi schaust, dass aufgeräumt wird, dass du die Dinge auch loslässt, wo du merkst, du kannst sie nicht heilen, du kannst sie nicht regenerieren und sie werden dir eben einfach auch immer im Weg stehen. Und manchmal tun wir einfach auch zu viel für andere, zu viel, dass wir zu viel nachgeben, zu tolerant sind, zu sehr den Ball flach halten. Es geht eben hier darum, dass du hier wirklich auch in dein Licht kommst. Die Prinzessin der Scheiben steht immer in ihrem Licht und in ihrem Licht bringt sie die Erde zum Strahlen. In ihrem Licht steht sie in ihrer göttlichen Mission. Und es geht darum, dass du dich so sehr in dir und deiner Aufgabe verwurzelst, dass du eben hier von anderen und gerade auch von den Miesmachern einfach nicht mehr angreifbar bist. Und ich habe hier die Berufung. Die Berufung ist immer unsere göttliche Mission. Und Nrityaganapati sagt, ich folge mit Liebe meiner Berufung, ja, dem, wozu das Leben dich ruft. Ja, lieber Fisch, eine sehr eigene Legung, aber doch auch ein wichtiges Thema. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein bisschen inspirieren und motivieren. Ich freue mich wie immer über Likes und Kommentare und natürlich auch über Kaffee und Super Thanks. Wünsche dir alles Liebe. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.